Ein Hallöchen. Und recht herzliches Willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Satisfactory in Update 8. Genau. So, hier gehen 20 von dem Zeug schon mal raus. So, wie viel produzieren wir jetzt eigentlich hier? 30, glaube ich, ne? Pro Minute. Ja. Genau. Ja, wie gesagt, momentan brauchen wir hier für Dingens, brauchen wir 10 pro Minute. Wir machen ja momentan auch 30. Also das wollte eigentlich alles passen hier, glaube ich. Denke ich. So, warte mal. Da geht das erste rein. Machen wir hier alles unten hin, warum ich da auch mal Überschuss gemacht habe. Aber da danke ich Zombie erstmal für den Kommentar. Da habe ich partout überhaupt nicht dran gedacht. Das unten. Ja, und hier müsste eigentlich gar nichts mehr raus, weil kommt ja nichts mehr an. Aber egal, ich lasse das erstmal vorsichtshalber nochmal stehen, falls irgendwas ist. Und ich habe das hier oben an den Splittern, habe ich das auch geändert jetzt. Dass ich hier jetzt auch alles unbestimmt eingestellt habe. Hier quasi. Und die Förderbänder jetzt wieder richtig geändert, so wie ich es eigentlich haben möchte, weil ich bin halt immer der Fan davon. Ne? Volle Förderbänder sind gute Förderbänder, aber das scheint auch zu funktionieren. Weil es nämlich auch alles leer gerade. Gut, wir hatten jetzt ja gesagt, wir wollten uns ein bisschen mal mit der Schneckenproduktion auseinandersetzen. Und zwar, ich habe von der Schneckendingensbummens echt keine Ahnung, wie das alles hier funktioniert und wo, wie, was. Das kann ich euch echt nicht sagen. Deswegen, ich lasse jetzt einfach erstmal hier. Scheiße. Das war knapp. Ich brauche mal Strom hier drüben irgendwo. Also ich kann Bock irgendwie abzuschmieren. Also das brauchen wir, glaube ich, erstmal als erstes. So. Das heißt, ich würde erstmal hier 2, 3 Platz lassen. Das würde ich, glaube ich, erstmal so hinsetzen. Genau. Na, das Ganze brauchen wir aber zweimal. Das würde ich dann einen freilassen. Das würde ich dann so hinsetzen. So, und du bist genau der Mitte. Das ist sehr gut. Dann gehst du einmal dahin. Gehst erstmal dahin. Und du gehst dann. Missing Inkubator. Okay, was ist jetzt Inkubator? Das ist der hier. Okay, alles klar. Jetzt braucht er nur noch ein Ei. So, genau, die habe ich. Brauche ich mal kurz einmal die Werkbank. Wie gesagt, ich habe mit der Schneckenproduktion habe ich echt noch gar nichts. Also da müsste man es jetzt echt verzeihen, wenn das jetzt hier voll in die Hose geht. Also da habe ich echt noch gar nichts gemacht. Brauchen wir ein bisschen Alien-DNA für. Warte mal, was war das denn jetzt? Das war... Keine Ahnung. Achso, kann ich doch nachgucken. Blaue. Das, ja, lass es doch mit Blau einfach starten, glaube ich, ne? Das glaube ich am einfachsten, ne? Aber da habe ich ja noch ein Ei. Vorher müssen wir noch ein zweites. Dann mal Schnecken suchen. Eieiei. Da ist was los. Ich werde schon schnell eine Schnecke finden, das ist ja nicht das Problem. Du musst ja nur wissen, wo du suchen musst. Beispiel da unten.
Ach ja. Na komm. Was soll ich damit, ja? So. So, mal hier ransuppen. Aber ich weiß gar nicht. Wartet mal ganz kurz. Ich habe da jetzt ein einziges Ei rausgekriegt. Brauche aber mindestens zwei, ne? Das heißt, ich muss erstmal noch Schnecken sammeln ohne Ende, ne? Kann das sein? Ach, wir gucken gleich mal. Dann nutzen wir erstmal eine gelbe Schnecke und dann holt sich gelb mit blau oder so. Aber wenn ich jetzt hier noch 20.000 Schnecken sammeln muss, habe ich jetzt aber keinen Bock drauf, weil ich habe ja eigentlich schon ein paar gesammelt gehabt, ne? Mit Absicht auch. Aber ich gehe jetzt nicht her und sammle noch 20 blaue Schnecken. So, pass auf, ich habe jetzt eine Schnecke, habe ich jetzt ja schon mal hier schon mal drin. Das ist ja erstmal kein Problem. Ich will jetzt erstmal hier reinpacken. So. So, die hat da jetzt wahrscheinlich irgendwas drin. Das wir jetzt, pass auf, jetzt brauchen wir dafür. Ich habe keine Ahnung. Und läuft das denn? Das Terrarium. Genau, ah, da brauchen wir noch 100 Mancha auf Dirt für. Ich wusste schon, warum ich nochmal Erd an die Seite packe. Nämlich genau deswegen. So, jetzt bauen wir das Terrarium mit den Eingängen erstmal. Ist nichts. Zwei Eingänge. So, würde ich sagen, sieht gut aus, ne? Now power need zwei Slugs. Okay. Aber warte mal, ich kann doch auch hier. Das mal hier aus. Was? Wie? Weißt du, was ist das denn? Ah, da. Das brauchen wir wahrscheinlich auch noch. Die Luftfeuchtigkeit, ne? Nein. Ey, was brauchen wir denn da? Was ist denn jetzt so? Prozent. Aber nicht das letzte Mal. Wir haben jetzt gerade eine von 50%. Die ist nicht richtig. Geht gerade nach oben. Das ist eine gute. Okay, das funktioniert auf jeden Fall schon mal anscheinend. So, jetzt lass uns mal kurz das hier rausnehmen. So.
Achso, warte mal, wir können das ja auch anders machen. Wir können ja das dann auch einfach hier auf den hier setzen und den dann mit dem hier verbinden. Not enough food. Okay, jetzt brauchen wir das Futter. Frage, wie viel Butter brauchen wir? Wir brauchen 6 pro Minute, ne? Genau. Aber können wir den nochmal kurz ändern? Ja, ich will das Terrarium nochmal ein bisschen weiter rübersetzen. Ja, das sieht gut aus. Fällt mir das ein bisschen besser. So, dann kommt hier hinten aber erstmal Ausgang hin, der Parts Counter Limiter. Der wird eingestellt auf 6. Der geht dann erstmal hier raus und der geht dann erstmal. Erstmal machen wir das relativ einfach und entspannt. So. Genau. Und das Ganze ist ja quasi eigentlich ein Teufelskreis hier, ne? Das heißt, wir müssen ja hier hinten eigentlich einen Splitter dran machen. Mach dann erstmal einmal dahin und einmal dahin. Jetzt müssen wir erstmal auf das erste Futter warten. Kommt da nicht rein. Was steht da? No power. Okay. Geht das? Oder was haben wir denn jetzt hier eingestellt? 60%. Das ist auf 10,45. Ah, ist da irgendwie ein bisschen anders. Aber scheint zu funktionieren. Aber ich möchte ganz gerne eigentlich erstmal hier nur blau und blau haben. Und keine gelbe. Da ist schon mal eine blaue. Das ist schon mal gut. Da ist eine gelbe, die will ich nicht haben. Gelb machen wir später. So, dann packe ich jetzt hier wieder eine blaue rein, ne? Brauchen wir nochmal eine blaue, ne? Ich denke, das kriegen wir hin. Und dann können wir blau auf blau machen. Okay, blau. Gelb. So, dann nehme ich jetzt hier auch blau. Zack.
40 bis 55%. Also sobald man es einmal gemacht hat, sieht man es. Okay. Alles klar. So, jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir hier quasi dann mit den blauen Schnecken wieder reinkommen. Ich glaube 50. Ja, 50 bis 55%. Genau. So, jetzt kommen hier nur blaue Schneckeneier raus. So, jetzt die Frage, von wo? Ich würde die jetzt von hier aus wieder reinführen, glaube ich. Aber das ist ja das Problem, dann haben wir hier irgendwann auch noch einen Überschuss. Und dieser Überschuss muss ja irgendwann auch mal weg. Das heißt, ich muss hier erstmal einen intelligenten Splitter hinsetzen. So, hier nehmen wir jetzt mittig Blue Slug. Rechts geht dann alles Unbestimmte raus. Da müssen wir mal gucken, wie wir das ganze Land veranstalten. Jetzt nehmen wir aber erstmal den hier und setzen den hier runter. Genau, so. Dasselbe machen wir jetzt in diese Richtung hier. Okay, das war knapp. Blue Slug, alles Unbestimmte, nicht rechts, sondern gar nichts, links alles Unbestimmte. Und das heißt, das wandert dann hier raus und dann können wir das da drüben wieder fusionieren lassen. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das Ganze machen. Jetzt machen wir den aber nochmal kurz weg, weil es ein Anzeigefehler ist. Aber brauche ich eigentlich hierfür das Ding ins Zeug, das Temperaturmodul nicht? Anscheinend nicht für die blauen, ne? Scheint ja auch so zu funktionieren. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt alles richtig mache oder nicht. Temperatur ist bis 38 Grad, ich mache einen guten Mittelwert mit 30 Grad. Also hier kommt definitiv immer nur blau-blau raus. So, aber hier ist ja das Problem. Wenn ich jetzt hier ein Schneckenei habe, kann da ja eine gelbe Schnecke rauskommen und eine weiße Schnecke. Und das heißt, die müssen wir natürlich jetzt erstmal irgendwie, wenn, wo einlagern. Denke ich jetzt einfach mal, ne? Damit das Ganze auch. Weil die Chance ist zwar relativ gering, aber es kann ja durchaus möglich sein, ne? Deswegen würde ich jetzt mal vorschlagen, wir setzen einfach hier vorne einen Schredder-Container hin tatsächlich. Setzen denselben. Ach, jetzt habe ich kein Zinndraht, ey, ernsthaft.
Ah, können ja noch genug machen. Erstmal der Vorteil, wenn man von allem immer so ein bisschen was mit hat. Ach, jetzt ist das ein bisschen. Ja, gleich. Brauche ich eigentlich 300, glaube ich, ne? Ach, 100 hätte ich nur gebraucht. Keine Ahnung, ob das jetzt so richtig ist, was ich hier mache oder wie auch immer. Das ist mir jetzt gerade sowieso erstmal alles ein bisschen suspekt, weil ich das Ganze erstmal irgendwie ausprobieren möchte und dann für mich erstmal ein bisschen was finden möchte. Dass das Ganze so von der Produktion auch erstmal her läuft, ne? Und das ist mir das, was mir erstmal wichtig ist. Auf jeden Fall kommen erstmal hier blaue Schnecken raus. Das läuft auch erstmal soweit. Noch keine weiße Schnecke gesehen. Da fehlt gerade ein Ei. Schneckenfutter wird ja auch mehr. Wir machen ja, wie viel Schneckenfutter machen wir pro Minute? 60. Und wir brauchen hier, wie gesagt, jetzt gerade. No, oh, 12 brauchen wir. Entschuldigung, warum brauchen wir jetzt 12? Dann erhöhen wir das eben kurz, ist ja kein Problem. Auch weil wir zwei Schnecken drin haben. Ja, ja, Futter kommt, keine Sorge. Dann da wieder zwei. Da wieder eine. So, nächster Versuch, mal wieder ein bisschen aufzunehmen. Dem es mir ja gestern die eigentliche Folge zerschossen hatte. Hier bei der Schneckenzucht müssen wir jetzt dann nochmal. Ja, waren wir gerade dabei, genau, mit den Containern hier, ne? Die müssen wir dann noch mal in Betrieb nehmen. Da hat sich das Ganze dann wohl zerschossen. So, jetzt machen wir mal das hier rein. Jetzt brauchen wir aber nur Strom noch hier drüben, ne? Genau. Machen wir den mal dahin und dann geht der erstmal dahin. So, was haben wir denn jetzt hier eingestellt? Rechts alles Unbestimmte, das ist richtig. Und dann hier links alles Unbestimmte, das sollte auch richtig sein. Wir brauchen 12 mal. Gut, das haben wir schon nicht um. Das hat er, genau da hat sich das Ganze dann einmal aufgehangen. Das müssen wir jetzt ein bisschen erhöhen. Den Output. Das hier läuft soweit. Ich hatte 0,5%ige Chance, eine gelbe Schnecke zu kriegen und 0,25% eine weiße Schnecke. Vielleicht kommt ja irgendwann mal eine weiße Schnecke hier raus. Man weiß es. Hat er das jetzt gespeichert oder hat er das nicht gespeichert? Gespeichert. Okay. So, jetzt müssen wir die gleiche Anlage an sich selber nochmal für gelbe Schnecken aufbauen, ne? Weil momentan verbringe ich eigentlich nur Zeit damit. Ich habe ja noch keine Schnecken im Überfluss, ne? Dass ich daraus irgendwie dann später, wie kann ich überhaupt den Schneckenschleim machen? Das war hier selber noch nicht. Das Temperaturmodul brauche ich, wie gesagt, anscheinend erstmal hierbei noch nicht. Alles tricky, tricky.
Wir gucken mal bei der Mem. Wie gesagt, ich habe da keinen Plan von. Genau, wir brauchen 50 blaue Schnecken, gelbe Schneckeneier und wir brauchen auf jeden Fall noch violette. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall eine gelbe Schnecke. Genau. Ja, die produzieren jetzt aber noch nicht zu 100%, ne? Blau, blau. Das sind alles immer nur blaue Schneckeneier, ne? Die auch hier rauskommen. Genau. Das ist ja auch richtig so. Aber ich bin mal gespannt, ob ich immer noch eine weiße oder eine gelbe Schnecke kriege. Muss man dann abwarten. Ich würde sagen, wir lassen das jetzt erstmal einfach so laufen. Und dann schauen wir einfach mal, was passiert. Allerdings würde ich dann trotzdem jetzt erstmal gucken, dass wir irgendwie bei der Schneckenforschung hier weitermachen, dass wir hier diese Energiemodule freischalten können. Dafür brauchen wir 200 Krylü, das ist nicht das Problem. Die Schnecken sehe ich eher das Problem. Die müssen halt erstmal so ein bisschen eingelagert werden. Weil das muss dann quasi erstmal hier so ein bisschen voll laufen, ne? Dafür produzieren die gerade, glaube ich, noch nicht genug. Da müssen wir mal abwarten. Genau, aber eigentlich könnte man das gleiche schon mal für die gelben Schnecken aufbauen. Machen wir das schon mal fertig. Ich weiß natürlich jetzt gar nicht, wie viel Platz wir dann dafür brauchen. Okay, ich muss mal ganz kurz ein bisschen Eisenblech holen. So, jetzt haben wir ein bisschen Material geholt. Und dann wollen wir jetzt gleich mal gucken. Was denn so passiert? So, fangen wir erstmal an, dass wir erstmal hier ich weiß so gar nicht, wie viele Elemente brauche ich eigentlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ich würde aber hier ganz gerne auch 2 freilassen. Oder zumindest 1 freilassen. Ja, genau. So, jetzt aber die Frage, wie viel sind dazwischen? 3. So, dann hat man den hier in der Mitte. Da brauche ich nochmal 100 Erde.
Ja. Genau, so ist das. Genau, jetzt machen wir auch hier aber direkt die intelligenten Splitter rein. Dasselbe machen wir. Hier. So, einmal. Zweimal. Dreimal. So. Gut, aber jetzt die Frage, was brauchen wir jetzt an Schnecken? Das weiß ich natürlich noch nicht, ne? Das heißt, ich packe jetzt erstmal hier. Mache ich jetzt erstmal Strom dran, würde ich sagen. Genau, den ziehen wir dann mal eben einmal hier runter. Wir machen erstmal nein, das musste so alles noch ein bisschen umgebaut werden. Bin fast am Existenzminimum, ey. Muss ich echt aufpassen. Heißt, wir werden, glaube ich, nächste Folge erstmal noch mal ein bisschen Strom wieder machen. Aber da kommen wir nicht drum rum. Sonst haben wir, wenn wirklich alles funktionieren sollte, haben wir ein Problem. So, jetzt packe ich erstmal die Schnecken erstmal hier rein. Jetzt brauchen wir natürlich erstmal den Inkubator. So, jetzt warte ganz kurz. Ich muss jetzt hier erstmal noch einen Container hinstellen. Wie habe ich das gemacht vorhin? Ich glaube, so habe ich den gestellt, ne? Meine auch. Ja, haben wir. So, jetzt mal eben ganz kurz einmal ein bisschen Zinndraht machen. So. So, das heißt, geradeaus geht die Yellow Snecke. Links geht dann alles Unbestimmte rein. Hier geht dann geradeaus die Yellow. Und rechts geht dann alles Unbestimmte raus. Das sollte eigentlich so passen. So. Das geht dann hier rüber. Den mache ich jetzt aber mal eben da dran. Den mache ich einmal eben da dran. Genau, nur dass es halt schon mal eingestellt ist, ne? Genau, ich weiß natürlich jetzt noch nicht, was ich an Futter brauche. Das muss ich gleich erstmal gucken. So, jetzt brauchen wir erstmal den Inkubator. Okay, einmal, zweimal. Jetzt brauchen wir hier das Biomodul. Und jetzt ist der Strom weg, Alter. Scheiße. Ja, aber nicht hier, ne? Oder läuft der Strom noch? Ne, hier ist noch alles safe. Oh, Gott sei Dank. Das ist nicht hier gewesen. Alles gut. Das war wohl... So, was brauchen wir denn? 50 bis 80 brauchen wir auf jeden Fall. Also brauchen wir mal ein bisschen mehr. Das heißt, wir sind jetzt bei 50. Komm, ich gehe mal auf 15 höher. Wie hoch geht er denn dann? Ja, können wir machen. Auf 15 höher.
Das braucht natürlich eine Zeit. So. Achso, warte mal, die Dinger haben ja auch noch keinen Strom hier, ne? Genau, und das macht dann ruhig auch mal eben kurz hier einmal drin. So, wir brauchen 24 Schneckenfutter auf jeden Fall. Das können wir dann hier vorne einmal direkt nochmal aussplitten. Ach nee, komm. Ernsthaft. So, wie viel brauchen wir? 24, ne? Gut, dann bauen wir das mal dahin. 20. So, das macht dann da 36. Wie viel Schneckenfutter produzieren wir gerade? 60. Okay, das passt halt noch. Dann machen wir jetzt mal hier 36 rein. Hauen die dann da raus und bauen das dann erstmal hier rüber. So, not enough food is correct. Okay, das kommt ja jetzt gleich. So, was mir jetzt noch fehlt, ist hier hinten einmal der Splitter. Fällt mir gerade ein. Genau, der das Ganze nämlich einmal wieder aussplittet. Scheiße. Und dann hier vorne wieder reinzieht. So als Art Teufelskreislauf. So, was brauchen wir? Also hier müssen wir nochmal 5, ja guck, machen wir 65 auch, ne? Haben wir bei den anderen ja auch gemacht. Genau, die wird jetzt angepasst. So, jetzt machen wir nämlich 1,5 gelbe Schneckeneier pro Minute. Ah, guck mal, hier haben wir jetzt den ersten Rückstau tatsächlich. Aber ist das der rechte Ausgang, ist der linke Ausgang? Warum geht das denn da nicht raus? Ja, stellen wir mal beliebig ein, würde ich sagen. Was jetzt richtig ist oder nicht, das ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir da schon mal ein paar Schnecken. So, da kommen ein paar gelbe Schneckeneier. Das sieht schon mal ganz gut aus. Aber wofür ist denn eigentlich dieses Temperaturmodul, aber das brauche ich bei denen anscheinend gar nicht.
mal die Temperatur anscheinend. Passt, aber ich baue es einfach mal drauf. Wir gucken einfach mal. Ja, ich baue es bei der anderen wahrscheinlich auch nochmal, dann soll ich vielleicht auch mal drauf bauen. Keine Ahnung, so mach das mal ganz kurz einmal weg. Das nochmal rein. So, hier kommt auf jeden Fall jetzt wieder ein gelbes Schneckenei. Dann mache ich jetzt mal hier rechts auch mal beliebig. Und dann machen wir links mal beliebig. Aber das ist doof. Weil die soll ja nicht geradeaus rausgehen. Da muss ja alles unbestimmt ein. Eigentlich. Ach, jetzt brauchen wir hier 30. Okay. Hier brauchen wir 24. Ja, warte mal, dann müssen wir hier eigentlich auch noch mal einen hinsetzen, ne? Ja. Das geht ja gar nicht anders. Dann müssen wir den mal auf 30 setzen. Dann sind wir bei 54. Komm jetzt. Besser wäre man das anders. Man den jetzt weg. Da muss ich mich sparen tatsächlich. Und dann ziehen wir den einfach mal hier hin. Aber nochmal, wie viel brauchen wir jetzt hier? 30. Wir den jetzt einfach auf 30 und fertig. Und dann stelle ich, glaube ich, den jetzt gleich auch einfach. Aber der braucht bestimmt auch gleich 30 oder so. Ne, der braucht gerade nur 12. Temperatur 18 bis 32 Grad. Aber was haben wir denn gerade von der Temperatur? Stell einfach beides auf 30, fertig. Glaube ich, die einfachste Variante. Ach, guck mal, da haben wir schon mal eine gelbe Schnecke, okay. Da haben wir schon mal vier blaue, eine gelbe. Aber was habe ich jetzt hier eingestellt? Aber beliebig ist ja eigentlich doof. Jetzt müsste die aber eigentlich hier hinten dran gehen. Ne, die geht auch da raus. So, die gelbe müsste jetzt auch rechts rausgehen. Okay, und die geht hinten dran. Okay, alles klar. Da ist die Temperatur, die ist auf 30 eingestellt. Wie sieht hier aus? Ja, ich müsste hier eigentlich auch nochmal das Ding drauf bauen, ne? Das Temperaturmodul, ne? Eigentlich müsste ich das nochmal machen tatsächlich, ne? Da ist eine gelbe Schnecke. Da ist noch gar nichts. Ja, und später müssen wir das Ganze dann nochmal sortieren irgendwie, ne? Ja, ich würde sagen, wir lassen das jetzt erstmal so laufen.
und sammeln jetzt erstmal zwangsläufig ein bisschen Mecken. Das wird natürlich jetzt erstmal ein bisschen dauern, das heißt, wir brauchen hier. Ja, hier müssen wir gucken. Ja, hier kriegen wir keine weiße raus, da kriegen wir blaue Schnecken raus. 0,5% und 0,25% grüne Schnecken. Ja. Aber bis man irgendwann eine weiße kommt, wird glaube ich dauern. Aber ich glaube, ich werde auch hier das Temperaturmodul noch mal drauf packen. Und da nochmal die Temperatur nochmal so ein bisschen einzustellen. Aber guck mal, wir haben schon mal 30 plus Lachs, das ist schon mal. Aber hier, das ist das Problem jetzt, weil da staut sich jetzt nicht mehr zurück. Ich mache jetzt mal hier alles unbestimmt dann nochmal rein. Muss dann besser funktionieren. Dann muss eigentlich alles unbestimmt daraus. Kann eigentlich besser funktionieren. Eier sind auf jeden Fall genug da, das ist schon mal gut. Das ist kein Problem. Läuft auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja, das hier muss noch ein bisschen anlaufen. Das dauert noch ein bisschen, ne? Mit den gelben Schnecken hier. Das braucht noch ein bisschen Zeit. Ja, alles Unbestimmte, genau. Kann nicht so richtig sein. Boah, Strom, wir sind so am Existenzminimum eigentlich. Bewegen uns gerade auf ganz dünnem Eis hier. So, hier waren wie gesagt nur gelb raus. Aber ich habe noch nicht eine weiße Schnecke, ne? Noch nicht eine, ey. Mal, warum macht er denn zum Beispiel 6 pro Minute? Und warum macht er nur 2 pro Minute? Lol. Das ist ja komisch. Ja, also er hier. Er hat ja Strom. Er hat auch Strom. So, er hat 8 eingelagert. Er hat Blue Slug Egg. Ebenfalls, aber warum macht ein? Er holt viel schneller durch, aber warum? Warum haut er denn da nur? Das verstehe ich nicht. Hm.
probiere mal kurz was aus. So, die haben wir jetzt auf 55. Weil dasselbe mache ich jetzt einmal hier. Stelle ich auch mal auf 5. Aber wie gesagt, das ist für mich einfach ein Rätsel. Warum? Das hier so ist. So, jetzt haben wir hier schon das Problem. Alles unbestimmt. Warum geht er jetzt nicht da raus? Das ist wieder so ein Nonsens, dass das raffelt. Wenn ich jetzt wieder Überschuss einstelle, dann geht es wieder durch. Ich will aber nicht, ich will aber alles unbestimmt da durch haben. Funktioniert das denn nicht? Beliebig ist auch doof, Überschuss ist auch doof. Aber mit alles unbestimmt ist doch eigentlich alles safe. Was ist denn rechter Ausgang? Verstehe ich nicht. Lass mal in die Kommentare. Und vor allem wisst ihr, warum hier nur 2 pro Minute gemacht werden? Und warum da 6 pro Minute gemacht werden? Das ist mir echt ein Rätsel. Das verstehe ich nicht. Ich habe doch bei beiden dieselben Module. Ist doch nichts anderes dran. Keine Ahnung. Schreibt es in die Kommentare, vielleicht ihr wisst ja mehr darüber. Ansonsten bin ich jetzt erstmal raus und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Und dann werden wir mal ein bisschen weiter rumtüffeln hier, glaube ich. Weil das ist, da sind auch 6. Da sind auch, also da ist beides 6. So, funktioniert das hier mit dem Unbestimmten? Anscheinend nicht. Wie viel haben wir denn hier schon drin? Da sind ein paar blaue Schnecken drin. Da ein paar gelbe. Eigentlich müsste jetzt hier eine rauskommen. Komisch. Komisch, komisch, komisch. Das ist mir echt ein Rätsel. Ich bin da gerade ehrlich gesagt ein bisschen überfordert. Also nicht überfordert, aber überfragt, sagen wir es mal so. Warum das nicht so funktioniert, wie es eigentlich funktionieren sollte. Ist mir echt ein Rätsel.
Aber gut, wir gucken noch mal. Wir kriegen da irgendwie schon was hin. Keine Sorge. Ja, da sind schon wieder. Ja. Aber ich habe immer noch keine weiße Decke, ne? Das ist echt der Oberknaller, ey. Ja. Ja, ich werde das nochmal rausfinden, warum der hier nur 2 pro Minute macht und der hier 6 durchhaut, das verstehe ich nicht. Also ich baue es, glaube ich, nochmal neu auf oder so. Ich probiere das nochmal aus. Ich würde sagen, wir sehen uns erstmal im nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.